So, wo sind wir? Der steht da oben, der kann da gar nicht runter. Ich kann einfach weglaufen. Marvin. Hallo, Happens. Hallo, hallo, hallo. Oh, ein süßes kleines Bäumchen. Araguni. Hallo, Angel. Habe ich gerade ernsthaft Stampfer eingesetzt? Ich habe eigentlich extra nicht Dampfhals eingesetzt, weil es Pflanze ist. Und dann habe ich Stampfer eingesetzt und ich bedacht, Moment mal. Kleiner Baum ist Geist. Hallo Maurice. Vielleicht sollte ich doch einmal die Denkerkappe aufsetzen und diese Kämpfe mit Ernst bestreiten. Hallo Azrael. Hallo Yannick. Hallo. Traumpack. Na schau, machen wir richtig taktisch hier. Warum sind all meine Pokémon tot? Hallo Leferheld. Hallo Jobo. Hallo Jenny, warum bin ich kein Schnittchen? Ich glaube, ich muss zurück. Ich habe Angst, dass hier jetzt auch viele Kämpfe noch kommen. Ich kann ja nicht meine Kamera drehen, um zu gucken. Aber auf der Karte würde ich es sehen, glaube ich. Okay, ich muss zurück. Wobei, ich kann fliegen. Wo finde ich Heilung? Da. Da? Nein? Wo finde ich Heilung? Ach, durch den Tunnel durch? Ah. Okay, ganz schön weit weg. Ich zähle extra. Hallo Kühner. Geht's euch allen prächtig? Ich hoffe doch so, dass ich A drücken muss beim Pokémon Center, ist wirklich eine Frechheit. Das ist auch nur in dem Spiel so, oder? Das haben sie nie wieder gemacht. A drücken, um eine Tür aufzumachen. Wo sind wir denn? Wir spielen heute weiter. Wir haben drei Herrscher besiegt. Oh. Und ich habe heute nicht so viel geschafft, wie ich schaffen wollte. Es lag daran, dass mein Landlord vorbeikam und sich die kaputte Spülmaschine angeschaut hat. Und die kaputte Heizung. Und ja, er hat es auch nicht verstanden, deswegen kommen jetzt Reparateure. Und ich liebe jetzt schon auch wieder hier, ne? Es ist genauso hier wie überall auf der Welt wahrscheinlich. Der eine Reparateur kommt am Dienstag zwischen 8 Uhr in der Früh und 4 Uhr nachmittags. Was machen Leute, die einen tatsächlichen Beruf haben? Ach ja, ich weiß es. Sich Urlaub nehmen. Wo ist eigentlich dein? Zum Angeln. Hallo Faulgott. Hallo Mordiven. So, mehr Gegner, wo seid ihr? Da. Ich muss stärker werden. Du hast dich gerade für den Cyberpunk ready gemacht und das Luma nach 10 Minuten schon gefunden. Jetzt suchst du Reggie Eliki. Velursi, wie besiegt man Velursi? Velursi ist nur normal, oder? Das ist keine Fee. Ist das eine Fee?
Imagine, du wohnst allein und hast keinen Urlaub für sowas frei. Ja. Was machst du dann, ne? Dann gehst du zu deinem Arbeitgeber und sagst bitte, bitte, bitte. Velosis Kampf. Gibt's überhaupt noch Pokémon, die nur normal sind heutzutage? Kommt sehr selten vor, oder? Terrybark oder so. Wobei Terrybark wird auch Unlicht, glaube ich. Wird Terrybark Unlicht? Ginelbeere. Fallen. Kommt hier ein Pokémon auf mich runter eigentlich? Nee, ne? Nein? Nein. Soll ich ins Gras und weiter Radfratz suchen? Hallo Anne. Nein, ich nehme keine Shinies mehr von dir, Happens. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, du armes Amarino. Man, ist nicht heute dieses Pokémon Go Giga Ding gestartet? Ich habe noch gar nicht geguckt. Warum warst du nicht mit einem Schlag weg? Du bist, achso, du bist Eis. Trotzdem. Okay, da ist tatsächlich bei mir in der Nähe ist so ein Giga Ding. Und das ist ein dummes Raffel. Gibt's hier, gibt's da noch andere Gigas als ein dummes Raffel und ein dummes Wolli? Was kommt? Der ist nur normal. Ah, schau, okay. Terrybug ist nur normal. Aonitas, du bist aber sowas von weg. Trotzdem, ich habe das Gefühl, aber es ist ja auch, ne, normale Pokémon sind auch relativ langweilig meistens. Bin ich jetzt hier lang? In so einem kleinen Trailerpark hier? Ist das nicht das... Ne, das ist nicht die Stelle mit Pikachu Cap. Pikachu Cap. Erforschung von Fossilien. Irgendwann wird es hier nur so von Pokémon aus längst vergangener Zeit wimmeln. Das ist der Traum der Traumfarm. Heißt es, du kannst du... Heißt es, du kannst... Fossilien entfossilien? Ey, die Herrschersticker sind so krass versteckt. Hallo Mariko. Vielleicht sagt er was, wenn ich ein Fossil habe. Alola, Mr. Marco Bryan. Hallo! Tali. Hey Leo, kennst du den Festival Plaza? Ich habe gehört, dass die Leute da zusammenkommen, um Spaß zu haben. Ich sehe dir an, dass du schon mal auf dem Festival Plaza warst. Und was meinst du, der Festival Plaza ist der Wahnsinn, oder? Selbst Opi ist begeistert. Er sagt, dass es gut ist, verschiedenen Leuten zu begegnen. Also dann, ich gehe jetzt ein bisschen mit meinen Pokémon spielen. Willst du auch das Cap-Pikachu holen? Was heißt da wollen? Ich muss. Das ist meine Pflicht. Und irgendwann werde ich es mir ein Shiny holen. Hallo, der rote Jay. Shiny Cap-Pikachu Bruch. Wieso Bruch? Hast du aufgegeben? Der hat dir zu auf Festival Plaza gesagt... Das machen die, damit du es ja nicht vergisst, mal auf die Festival Plaza zu gehen, was jetzt gar nichts mehr bringt, weil du einfach kein Online hast, oder? Was bringt es dann noch? Ich kann gegen dich kämpfen? Ich fand's ätzend, immer den Bericht schauen zu müssen. Ja. Das bin ich mit Arktos gewohnt, aber... Da musst du auf Route 4, da ist das Pikachu-Tal. Das ist schon auf Route
4? Wie früh ist das alles? Bin ich hier auf Route 8 schon sau weit oder wie? Früher gab es bis Route 27 und jetzt... Das Pikachu-Tal. Schauen wir irgendwann mal hin. Jetzt spielen wir erstmal das Spiel durch. Das Pikachu will ich eh nicht im Kampf benutzen. Die Gegner haben hier zu viel Glück. Oh. Musst du vorher, glaube ich, den QR-Code scannen? Ja, ja. Sagst du das? Emolulator. Der Emolulator. Ich zocke das über Emolulator, ja. Damit das Bild besser aussieht. Knirscher, wer will knirschen? Akku will knirschen? Was ist Akku für ein krasses Tier? Er kann alles. Er kann Akrobatik. Er kann knirschen. Er kann Stroh. Vor dem Cap Pikachu am besten Pikachu fangen, sonst kommt immer der neue Dex-Eintrag. Ah. Aber ich will das ja hier eh noch nicht shinieren. Wobei, ich werde mir wahrscheinlich ein Save davor machen. Wobei, wenn es so früh in der Story ist. Aber ja, ich werde mir ein Safe-Backup davor machen, dass ich das shiny hunten kann. Was ist hier für eine krasse, tiefgründige Story? Junge und junger Mann. Wir hatten mal eine Lehrerin, die sagte, das interessiert mich nicht. Wie, was interessiert? Warum hat deine Lehrerin das gesagt? In welchem Kontext? Hallo, Robbensohn. Was ist das für ein langes Gespräch gewesen? Hätte ich mal aufgepasst. Oh, wie sie mich sieht, weil sie hochguckt. Ist nicht schlecht gemacht. Das heißt, sie haben wirklich einen Blickfeld. Wir hatten mal eine Lehrerin, die sagte, das interessiert mich nicht. Das interessiert mich nicht. Hallo, Anna. Ich mag diese Golferin. Ich glaube, es gab noch nie Golfer. So, Item und noch ein Golfer. Oh mein Gott. Den mag ich nicht. Hallo Fabian. Hast du mein tolles neues Kecleon gesehen? Nein, wo ist es? Wow, ein Kecleon. Aus welchem Spiel ist das? Aus dem hier? Wahrscheinlich. Das habe ich nicht. Ich bin neidisch. Hör auf, mehr Shinies zu haben als ich. Nur SOS. Du hast Schwert und Schild den Rücken gekehrt. Ich hätte es nie geglaubt. Diesmal vom Parkplatz losgedüst, obwohl ihr Mann noch dabei war, den Kofferraum zu beladen. Sie war sehr verpeilt. Gibt's hier noch Zerschneid oder sowas? Nee. Okay, wir gehen weiter. Hätte auch nie gedacht, dass es so eine gute Encounter-Shiny-Möglichkeit gibt. Ja doch, aber es ist halt so ein hässliches Spiel. Oh, Reißlaus? In der Overworld? Heißt es, ich muss mich da anschleichen? Ist Reißlaus Gen 7? Ja, gell? Ich
Wie machen wir das Reißlausspiel? Wie geht das? Müssen wir rein, raus? Okay, muss ich komplett neu laden? Ich muss das mit Tauros einholen? Glaube ich nicht. Okay, ich kann nicht wirklich schleichen. Wie soll ich das einholen, wenn es sofort verschwindet? Aber okay. Wenn man das Spiel durch hat, ist es nicht mehr so schlimm. SOS. Nee, nee. Du brauchst Surfer? Ich hab Surfer. Was jetzt? Tauros oder Surfer? Oh. Okay, das war einfach. Das war einfach. Ist das wenigstens ein Männchen? Ja, wo bist du, Reißlaus? Hier. Ich habe Angst, dich umzubringen. Fliegt das Vieh nicht direkt? Was? Echt? Ich kenne die Reißlaus-Lore nicht. Käfertrutz, nee. Ab der Hälfte Leben flieht es. Dann mache ich mal Lake. Das ist eine Fähigkeit. Stopp! Oh shit. Reiß aus von Reißlaus wirkt. Süß. Okay, okay, okay. Interessant. Die Weiterentwicklung ist ein cooles Pokémon. Ich bin jetzt kein so ein großer Fan davon, aber... Ja. Haja! Es ist weg! Warum ist es weg? Kommt es jetzt nie wieder? Oder ist es jetzt woanders? Okay, die kriege ich die Steine irgendwann weg. Da kann ich auch reinrennen. Ich dachte, ich muss da angeln. Okay, Mann-Tipps brauchen wir nicht. Hallo Daniela. Kann ich nur dreimal pro Tag antreffen? Das heißt, es war zufällig das dritte Mal gerade. Kühner, du bist Despota. Und Maurice, du bist ein Shiny Inteleon. Nicht schlecht. Ja, Angeln hat anderen Counter als Surfer. Aber ich wusste noch nicht, dass ich auch in diese Angelspots reinsurfen kann. Gibt's in dem Tunnel auch? Einfach wieder rein und raus, bis es wieder da ist? Okay. Er ist ein Pokéball. Das heißt, es gibt auch noch Taucher. Oh nein. Okay, ich kann es einfach aufsammeln. Tektas ist so ein cooles Pokémon. Ich liebe das Shiny. Alle Shinies, ich würde behaupten, alle Shinies in Gen 7 sehen cool aus. Ho! Hallo Sword of the Demon King. Für mich war das eine harte Nacht. Ich habe Karten fürs Ghibli-Museum in Tokio gekauft. Ich weiß, wie schwer das ist. Und ich bin überrascht, dass es überhaupt geschafft hast. Herzlichen Glückwunsch. Es ist echt cool da. Wenn du richtiger Ghibli-Fan bist, wirst du es dort so richtig lieben. Kannst dich drauf freuen.
Auch die Umgebung da ist super schön. Sandwich Katze, du bist ein Sarut. Jobo, du bist ein Gaslord. Und Demon King, du bist ein Quaxo. Hallo Sandwich-Katze. Hatte das Glück, den Schlangenplatz 1228 zu bekommen, als der Verkauf losging. Weißt du, wie wir das gemacht haben? Es wurde aber danach gefixt, also du kannst es jetzt nicht mehr so machen, wie wir es gemacht haben. Wir haben das nicht gewusst, dass du nur zu einem Datum die Karten kaufen kannst und dann sind sie sofort ausverkauft und dann musst du wieder einen Monat warten. Wir wussten es einfach nicht. Und waren zufälligerweise einen Tag dann zu spät. Und das ist ja nur für Ausländer so. Ausländer haben diese Warteschlange, aber als jemand, der in Japan wohnt, kannst du immer Karten kaufen. Oder gibt es nochmal zusätzlich Karten? Das heißt, wir haben uns als japanische Bürger ausgegeben und haben dann Karten gekauft. Und das ging technisch, aber das haben sie technisch jetzt auch irgendwie geschafft zu verhindern, sodass es jetzt nicht mehr geht. Anscheinend. Warum ist Rasierblatt nicht losgegangen? Ich finde die Fuego-Reihe Non-Shiny besser. Echt? Nö. Vorne ist so richtig drauf. Kannst du auch. Es ist gut da. Es ist gut drauf. Ja, ja. Aber ich glaube, mir hätte der Ghibli Park noch besser gefallen. Aber der ist weit weg. Was ist hier? Wo sind jetzt diese... Oh, ein Alola-Dickter. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, Dickter. Und dann, ah nee. Es hat die gleiche Frisur wie ich. Weibchen, hau ab. Verschwinde. Demon King. Vielen Dank für 5 Subs. Dankeschön. Wo kommen wir hier hin? Ich will mehr Diktas. Danke, Demon King. Und hier ist dein Zettel. Was wird denn der nächste Herrscher sein? Sagt es nicht. Jetzt mal, wir kommen zu einem Unlichtbereich, weil das heißt, oder Geist. Das ist wahrscheinlich auch irgendwas, wo ich drüber springen kann irgendwann. Da geht es schon. Nee. Hallo, Zero. Zero, Zero, Zero. Wir haben keine Reißlaus geschafft. Was ich gestern am Vierer gefunden habe, oder ein weibliches Mollung, finde ich immer noch krass. Ich hoffe, ich bekomme irgendwann Serbifier Spirit. Ja, dann nicht aufgeben. Gorilla. Niemals lerne ich diese verfluchte Attacke.
hier schon mal? Ich war hier schon mal? Oh, das, ich bin ja so weit weg jetzt. Oh mein Gott, das ist ja ganz woanders. Okay, krass. Da hätte ich im Kreis gehen sollen. Mann! Bei Brüller kommen Erinnerungen auf. Nur schlechte Erinnerungen. Traumata. Ich habe gestern Nacht das Vylord-Video gemacht. Ich bin fast fertig. Heute Nacht wird's fertig und dann kriegt ihr das morgen auf Patreon, beziehungsweise heute Nacht auf Patreon. Und am Donnerstag kommt's auf YouTube. Am Donnerstag nehme ich wieder direkt ein neues Video auf. Das wird was ganz Besonderes. Bin ich mal gespannt, wie Leute das finden. Dark Knight King, hallo. Das Gen 6-Video ist nice. Dankeschön. Jetzt mal in Gen 7. Es geht alles so schnell. Sie werden so schnell groß. Okay, okay. Männchen. Willst du mal einen Tipp geben fürs neue Video? Nein. Ein Tipp? Nein. Aerodactyl bist du, Dark Knight King. Aerodactyl. Komm, du überlebst einen Pflücker. Großartiges Dickter. Oh je, meine. Okay, der Tipp für... Der Tipp für das neueste Video, das neue Video wird sein Podcast. Nein, es ist kein Podcast. Du kannst jetzt schon fragen, wann das Video kommt. Du musst dich darauf warten, bis ich fertig bin. Frag einfach jetzt, wann das Video kommt. Und vermiese mir die Laune. Einer der Köpfe von Alola Dictri sieht einfach aus wie He-Man. Es ist auch He-Man. Bestätigt. Hat mein Onkel bei Nintendo gesagt. Masuda war so ein großer Fan von He-Man. Er musste es verewigen. Ihn verewigen? Wird es wieder ein Weihnachtsspecial geben? Es gab ein Weihnachtsspecial? Was war das Weihnachtsspecial? So viele Trainer. Hier der Fotobomber. Ein 50-Stunden-Stream war doch Weihnachten. Stimmt. Nö, weil ich bin Weihnachten nicht hier, bestimmt. Ich werde nicht wieder so eine degenerierte Phase machen. Degeneriert kann man nicht übersetzen. Degenerate. Wie übersetzt man degenerate? Das mache ich sicher nicht nochmal, freiwillig allein zu sein über die Feiertage. Bisher ist nichts geplant. Aber das hatte ich auch nur 3 Tage vorher geplant, also ich habe noch Zeit. Es ist September. Was krass genug ist.
Wie überlebt alles die ganze Zeit? Ein 50-Stunden-Stream war aber nicht Weihnachten, das war im Januar. Oder? Also an Weihnachten habe ich das sicher nicht gemacht. Das war zu besonders, das wäre zu besonders gewesen. Ich weiß nicht mehr, wann irgendwas... Also es ging auf jeden Fall, ich glaube, es ging halt vom ersten Weihnachtstag über, was Weihnachten ist, über Neujahr drüber hinweg. Es waren ja mehrere Streams. Es waren ja locker 5 Streams oder so, oder? Mehr. Ein Viscora. Soll mein Arboretus sterben? Ja. Bin enttäuscht von ihm. Alles steigt bei Unheil Bill. Krass. Vegetarier? Verdammt. Warum ist Viscora eigentlich schneller? Oder ist Geduld immer schneller? Usum ist langsam. Ja, weil alles hyper animiert ist. Alles bekommt irgendwie eine krasse Animation. Karte aufmachen, fliegen. Es ist schon alles langwieriger. Ich mag es auch nicht so. 1000 Dialoge. Ja. Fabian, du bist ein Zwot. Ronin, Ronin, Ronin. Keep Ronin, Ronin, Ronin. Felinara? Ich habe nichts gegen Felinara. Oder? Nee. Geduld hat eine Prio. Gibiskus, damit habe ich Fuego besiegt. Der Titan Fuego war nicht sehr leicht, aber mit Taktik geht alles. Ich habe es mit Pixie gemacht. Pixie und Diebeskuss. Okay, aber dieser Diebeskuss hier wird mich nerven. Was? Nein. Komm mal. Nein. Wenn ich das Akkub stirbt. Was wird das Schwierigste in Gen 7? Ich weiß nicht. Ich spiel's zum ersten Mal durch. Sag du's mir, was das Schwierigste wird. Im Moment wird das Schwierigste sein, überhaupt hier durchzukommen, ohne den Verstand zu verlieren. Welche speziellen Dinge hast du dir eigentlich für Gen 7 überlegt? Keine. Ich spiele das Spiel gerade zum ersten Mal durch. Hab selber noch nicht gespielt. Na dann. Für einen Hypertrank habe ich das gemacht. All das hier. Was war das für ein Item hier? Oh, liegt da. Noch eins. Ich muss mir auf jeden Fall das Surf-Pikachu holen. Was ist das? Was heißt das? Was ist das? Wo? Warum? Meinst du Raichu? Ein Pikachu mit Surfer? Ja, und warum ist das hier? Usum ging komplett an dir vorbei. Es ist ja auch das Gleiche.
Eigentlich müssten ja alle Herrscher-Tickets drin sein wegen der Belohnungen. Ja. Die Gen 7 Herrscher haben ja in Gen 9 das Ex-Herrscher-Zeichen, oder? Anscheinend nicht. Aber wir können das testen, wenn ich sie habe. Wenn man Rekordhalter auf jeder Insel ist, kann man sich das Surfer-Pikachu holen. Okay. Dann hole ich mir das. Und das wird auch Surfer nicht verlernen durch die Übertragung auf Bank und Home. Weil Bank und Home verlernen gerne VMs. Aber vielleicht in Gen 7 nicht mehr. Ich dachte, die Herrscher kriegst du gar nicht auf Home. Jeder sagt was anderes. Wir werden das selber testen müssen. Aber jeder sagt hier jeden Tag was anderes, was geht und was nicht geht. Surfer Pikachu verlernt es beim Transfer. Dann will ich's nicht. Die Herrscher bekommt man nicht auf Form, habe es selber ausprobiert. Okay. Du bekommst nur die Herrscher auf Bank und dann auf Home, die es in SN gegeben hat. Schau, schon wieder zwei verschiedene Informationen. Ich bekomme keine Herrscher auf Bank, ich bekomme nur die Herrscher, die es in SM gegeben hat. Das sind die beiden Infos, die ihr mir die ganze Zeit gebt. Was soll ich glauben? Hat der Home nie benutzt? Warum benutzt du nicht Home? Achso, das hat so einen krassen... Ne, eigentlich? Endlich. Hattest du im Zeichenvideo nicht sogar erklärt, dass die dann auch die Herrscherzeichen tragen? Ja? Nein? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob die dann auch die Herrscherzeichen tragen und das soll doch jemand bitte ausprobieren. Und ich habe vergessen, was jemand in den Kommentaren geschrieben hat. Aber irgendjemand... Mehrere Leute haben es natürlich schon ausprobiert. Aber vergessen, was es war. Ich habe es im Zeichenvideo halt gesagt, weil PokeWiki das halt genau genommen sagt. Oder ungenau genommen. Wenn man auf Titan... Also wenn man auf das Titanzeichen klickt... werden die ganzen Titanen angezeigt, die existieren. Und es werden halt auch hier die Titanen angezeigt. Was irgendwie dann bedeutet, dann sollten sie auch das Titanzeichen haben. Aber anscheinend nicht. So, jetzt gehen wir zur Prüfung. Was sind hier denn Geist-Pokémon? Das ist doch Geist, oder? Bestimmt. Warte, ich habe einen Dickter gefangen. Alola Dickter, du bist hier. Könnte das denn sein? So ein Kabu? Das wäre komisch. Ist es ein Herrscher Mimikyu? Das würde passen. Hast du das Fegero im Kapo geholt? Yep. Wie geht's, wie steht's? Herzlich willkommen in meiner Prüfungsstätte, dem Schattendschungel. Du willst dich bestimmt an meiner Prüfung versuchen, oder? Magengrummeln garantiert. Ich muss schon sagen, bei dir und deinen Pokémon stimmt einfach die Mischung. Kein Wunder, dass du einen Glitzerstein von Kaporiki bekommen hast. Ach ja, stimmt, das ist auch passiert. In diesem Sinne, der Schattendschungel erwartet dich.
Mach dich breit, es ist Prüfungszeit. Ash Kajutsu brauchst du nur die Sonne- und Mond-Demo. Kannst du ihn hören? Was, ich kriege ein Tagesgericht zugeflüstert? Er will, dass ich heute etwas Besonderes koche, und zwar Mahos berühmtes Super-Spezialmenü. Dafür brauche ich 3 Zutaten. Eine Magobeere, Honig und eine Großwurzel. Okay, ich soll das besorgen. Zutatenbeutel. Hallo, Yoshi. Wenn du die ganzen Zutaten nämlich einfach in deinem normalen Beutel verstauen würdest. Bla 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 bla. Das ist die Großwurzel. Shaman-Frisur. Stimmt. Diese Imantes müssen Wind davon bekommen haben, wie stark du bist. Magobeeren findest du hier in der Umgebung, die musst du nicht lange suchen. Allerdings sollst du vorsichtig sein, denn die Imantes haben es ebenfalls auf diese Beeren abgesehen. Sie werden wenig erfreut, bla 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 bla. Mago, Großwurzel und was? Nochmal eine Mago. Ich nehme einfach alles. Jetzt habe ich 2 Verstöße. Achso, es geht nur eine Mago-Beere. Okay. Noch eine Mago-Beere. Warum? Hä? Nur eine von den 3 nehmen. Das ist mir schon klar, aber warum gibt es nichts anderes? Wie soll ich denn was anderes finden, wenn es nichts anderes gibt? Die sind unterschiedlich. Achso, mir wurde gesagt, welche die richtige ist. Und ich habe nicht aufgepasst. Ich weiß nicht, welche die richtige ist. Aber gut, ich nehme sie. Okay, die richtige war in der Mitte. Ist nicht wichtig. Okay. Und hier kannst du von den Blüten der im Dschungel wachsenden Büsche sammeln. Aber wo es viele Blumen gibt, trifft man auch auf viele Pokémon. Hommel kommt jetzt. Okay, also sie sagt mir noch nicht mal, was die richtige Zutat wäre. Okay. Was machst du hier? Strauchler? Das ist ein gutes Item. Ich habe Honig, Madame. Hallo Gurke.
was richtig. Oh mein Gott. Das heißt, ich soll... Egal. Ich verstehe es nicht. Aber sei vorsichtig, denn manchmal handelt es sich dabei um ein echtes Mogelbaum. Okay. Haben die nicht Angst? Muss ich einfach warten, bis es sich bewegt? Warum soll es kein... Also, was ist dann das Nicht-Echte? Ich kann ja schon wieder mal gucken, welche Herrscher man auf Form übertragen kann, muss aber zuerst noch Hasbulla zu Ende handeln. Wie du magst. Ich mach's ja auch selber. Dann muss ich prüfen, das nächste Mal wieder... Nein, ich will nicht raus. Warum? So, woher soll ich wissen? Achso, der hat komische... Das ist der einzige mit komischen Blättern. Das ist so offensichtlich. Okay. Ich hab's. Das war wieder eine Scheißprüfung. Was waren die erste eigentlich? Oder die zweite? Die zweite war das mit dem Wasserding. Das war noch bisher am besten. Das erste habe ich schon wieder vergessen. Die dritte war richtig dumm. Die vierte war noch dümmer jetzt. Also die Prüfungen sind bisher eine große Enttäuschung. Die Kämpfe finde ich cool, weil die sind tatsächlich nicht so leicht, relativ schwer. Das sind coole Pokémon und sie sind groß. Trump war der Erste, ja. Ach stimmt, da musste man die so rauslocken und sowas. Das war wenigstens ein gutes Rätsel. Nicht, dass sie schwer waren, aber es war wenigstens ein Rätsel. Wie kann das bei dir so gut aussehen? Ich emuliere das Spiel, damit es besser aussieht. Hast du dir wohl den Honig genommen, den Imantis verabschlecken wollte? Mit dem Kampfknochen von Chiave rühren wir jetzt den Honig unter. Das ist morbid. Hallo Itachi. Barhaus super leckeres super Spezialmenü ist fertig. Eine mächtige Aura ist zu spüren. Das heißt, es kommt eine Pflanze. Warte, ich sehe voraus, was es ist. Kurelei wäre zu süß. Es könnte Quartermack und Dingsbums sein. Ein Pilz wäre zu langweilig. Ich meine, es könnte Lumantis sein. Und das hier halt. Mantips, Dingsbums. Qualelu passt nicht. Bei Quartermag müsste sie es dann aber exklusiv machen, je nachdem, was man spielt. Okay, ich glaube, es ist die Gottesanbeterin. Nee, oder es ist Frubaila. Und es ist... Slymog. Es ist Imantis. Mama Manti. Ich mag das und die Korthose, die es trägt. Oder wie nennt man solche Hosen? Ich mag das Pokémon. In Shiny sieht es auch so cool aus. Okay, es ist sehr schnell. Kein Problem für meinen Pflücker. Kreuzschere, kein Problem für meinen Pflücker. Das sollte nicht schwer werden. Hallo Redface. Sind das Schlaghosen? Warum ist Kurelei hier? Unverschämt. Pflücker! Nein. Das ist egal.
Warum hat es eine Attacke gemacht, um unsere Verteidigung zu steigern? Ist aber nett. Ja, wir pflücken Mantidea kaputt. Oh nö. Panzel. Ja, ich muss Spezialangriff machen. Korelei, du bist doch auch. Bist du nur Fee? Ich will auch nicht wechseln. Arboretos. Geh drauf. Ich habe auch gar nichts anderes. Was könnte ich denn noch? Also ich habe Trompec natürlich. Trompec hat aber auch nur Pflücker. Aber ich habe Akrobatik. Aber Akrobatik ist glaube ich auch physisch. Verteidigung jetzt. Synthese, ich? Nee, ich brauche keine Synthese. Nur Feiglinge setzen, was? Och nö, wer setzt, der hat zwei Mitstreiter. Okay, dann gehe ich jetzt wieder. Sicht. Tschüss. Ein Leon erscheint. Ein Kack-Leon. Okay, dann nehme ich jetzt Akup. Mach mit dem Akrobatik. Käferbiss. Ist Käfer gut gegen Pflanze? Doch, Käfer ist gut gegen Pflanze. Ich hätte Käferbiss machen sollen. Akrobatik hat so viel Stärke. Okay. Käferbiss ist aber sicher auch physisch. Mann, dieses dumme Kurelei. Hat alles kaputt gemacht. Glaubst du, Mantidea kann Solarstrahl? Ist das echt die Kombi? Dann hättest du auch jetzt Solarstrahl gemacht. Nein, nein, nein. Ich glaube, Akrobatik war noch besser. Oh. Ja, halt, ich weiß nicht. Ist Synthese nicht sogar noch stärker bei Sonne? Ey, vielleicht paralysiere ich's. Nein, nicht dich. Oh. Okay. Oder doch. Boom. Okay, was kann ich denn dann nehmen? Sonnenlicht ist weg. Usadin, blöde Idee. Wuffels, blöde Idee. Pampoli, blöde Idee. Trompec ist physisch. Das ist dumm. Das ist doof. Nur wegen Kurelei. Ich kann nur Pflücker. Ich muss reinpflücken.
Aber hey, bei einem Volltreffer ist es sowas von weg. Komm, gib ihm Volltreffer. Hallo, wäre sie. Wie es mit der Zunge schlägt. Ja, gut, das schaffe ich nicht. Also ich muss Kurelei sofort killen. Dass ich null Spezialangreifer habe. Ist halt jetzt auch doof. Machen wir Sphinte. Auch physisch. Bodycheck kann Bodycheck paralysieren eigentlich? Nee, ne? Mach doch jetzt nicht Lake, Mann. Ich mach Lake. Anscheinend. Kannst theoretisch dir den Erium Z holen? Ich werde es doch wohl ohne schaffen. Werde ich irgendwann gezwungen, Z-Attacken einzusetzen? Vielleicht schaffe ich das ganze Spiel durch ohne eine Z-Attacke. Es reicht. Peinlich! Die Herrscher haben es tatsächlich drauf. Vielleicht habe ich was anderes. Ich habe da noch ein paar andere Pokémon gefangen. Wie zum Beispiel Mollunk. Mollunk kann Glut. Ich könnte aber auch Level 100 Fuegro nehmen. Nein. Mollunk kann Glut. Digda, schlechte Idee. Radfratz. Bist du 17, 18. Ach, das Mollunk hier ist Level 19. Nehmen wir zwei Mollunk. Und einfach noch ein Trompeg, aber das ist Level 18. Besser als Wuffels. Okay, und dann fange ich an mit Käferbiss. Aber Kurelei kommt und Kurelei kann ich nicht mit Feuer machen. Kurelei muss ich einfach... Ich habe Smog. Vielleicht nehme ich auch einfach Mollunk an erster Stelle. Wir probieren es.
Entschuldigung, was? Entschuldigung, was? Ist das Ihr Ernst? Was? Ich hoffe, deine Familie wird jeden Tag einmal in der Dusche aus Versehen den kalten Wasserhahn anmachen. Das ist nicht deren Ernst. Ich muss die ganze Prüfung nochmal neu machen. Bei allen anderen muss ich die Prüfung nicht neu machen. Hier einfach die komplette Prüfung neu machen. Kann ich speichern, kurz bevor ich die letzte Großwurzel abgebe? Hast du schon den Preis der neuen PlayStation 5 Pro gesehen? Nein, weil der wurde wahrscheinlich gerade eben erst verkündet. Redface, du bist ein Somnium. €800. €800 ist doch. Ich meine, PlayStation 5 ist doppelt so viel wert. Wobei nicht das diesmal nehmen, weil das ist das von denen. Was ist an der Pro besser? Dass es in Wirklichkeit die PlayStation 6 ist. Wie, Korelei beschwert sich jetzt, oder was? Das heißt, ich kann hier nichts richtig machen. Kann ich wenigstens testen, ob Glut gut ist. Ich speichere jetzt, weil das sehe ich ja gar nicht ein. Im Verhältnis zum PC finde ich das noch voll in Ordnung. Das letzte Mal, dass eine Konsole 800 € gekostet hat, war die PlayStation 3. Die hat nur so viel gekostet, weil sie ein Blu-ray-Laufwerk hatte und Blu-ray war damals noch sehr neu und modern und halt sehr neu. Hast du nicht schon gemacht? Ja, und anscheinend, wenn man stirbt, muss man alles nochmal machen. Hä? Jetzt kommt ein Imantis, obwohl ich gerade in der Sequenz gesehen habe, dass ein Korelei sauer auf mich war? Oder habe ich am Anfang auch das Falsche genommen? Komm, jetzt zwei. Korelei, okay. Das heißt, es ist jedes Mal random, was man nehmen soll und was nicht. Man, da hab, ach, Smog wollte ich machen, nicht Glut. Ich hab mich gerade gewundert. Okay, Smog, deswegen bin ich hier. Smog. Okay, wow. Die PS5 Pro erzählt mir was über PS5. Ich kann auch später selber nachschauen. Aber was soll denn an der besser sein? Ich weiß gar nicht, was sie haben muss, dass ich eine mir holen würde.
Sie müsste halb so groß sein und halb so viel Strom verbrauchen. Okay, das Smog war für den Arsch. Das Korelei, wie besiege ich das jetzt? Ist auch sehr effektiv. Aber Verbrennung wäre geiler, weil dann wäre der Angriff auch schlechter. Keklian kommt diesmal zuerst. Interessant. Okay, dann lasse ich Keklian am Leben und hoffe auf eine Verbrennung bei Mantidea. Glut kann doch verbrennen, oder? Hallo Fast Guy. Moment, aber wenn Korelei gar nicht kommt, dann kann ich jetzt Mantidea einfach versuchen umzubringen. Mit zum Beispiel Käferbiss. Nein, ich... Keklion ist automatisch ausgewählt. Ich will doch nicht Keklion angreifen. Ist so stark. Hat sie jetzt Keklion gerufen, weil ich Mollung hatte? Oder hat sie Keklion gerufen komplett zufällig? So, jetzt keine Synthese und dann von mir ein Volltreffer. Spiele laufen flüssiger auf der PS5. Die können gar nicht flüssiger laufen. Was wollen die Leute denn für Spiele auf der PS5? Das läuft doch alles großartig. Kann auch mindestens 15 Mal Synthese einsetzen. Also ich muss einfach Glück haben, dass es irgendwann so blöd ist. Oder ich einen Volltreffer mache. Oh nein, es kann Antikraft. These. Jetzt kommt von mir ein Volltreffer. Mmh.
Macht das zweimal Synthese hintereinander? Ja. Yeah. Was? Warum war das stärker? Ach, wegen des scheiß Sonnenlicht. Volltreffer! Und die Kraft. Oh, ich lebe doch. Dafür bringt es mich jetzt um. Was ist denn das für ein verzwickelter Kampf? Da war Knogge einfacher. Warum setzt du Synthese ein? Du bist grün. Oh mein Gott. Hör auf, so stark zu sein. Hast du gar keine Z-Attacken? Was ist das denn? Volltreffer Pflüger. Hallo Teasy. Oh! Das war ein Volltreffer. Ist die Antikraft super schwach? Tatsächlich. Und jetzt vergisst es Synthese einzusetzen, weil es blöd ist. Schade. Aber es hat kein Sonnenlicht. Das heißt, wenn ich jetzt einen Volltreffer nochmal mache. Dann wäre es weg gewesen. Oh, es war dumm. Es war so dumm. Ich habe genau den Bereich gefunden, wo es nicht Synthese macht. Hallo Biest. Du bist ein Käfer, Kecleon. Du bist ein Käfer. Komm jetzt trotzdem nach Kurelei? Nee, geht ja nicht. Hallo Noah, Night Raven. Easy. Z-Attacken. Ich werde keine einzige Z-Attacke einsetzen in diesem Spiel. Schmalhorn. Ja, sie haben anscheinend gestern schon die PS5 geleakt. Das habe ich gesehen. Einen Glückwunsch zur bestandenen dritten Prüfung. Als nächstes wartet die große Prüfung von Inselkönigin Myla auf dich.
Gesteins-Pokémon. Wenn du ihr Team besiegen willst, würde dir eines der Pflanzen-Pokémon aus dem Schattendschungel bestimmt helfen. Route 6. Sind die alle auf einer Insel? Ich dachte, wir ändern auch mal die Insel jetzt. Okay, aber ich glaube, ich gehe tatsächlich da wieder rein und fange ein paar... Ich muss noch ein paar Sachen fangen. Wie zum Beispiel Imantidea. Oder das. Frubaila. Warte, die sind immer weiblich, aber. Frubaila. Ja, immer weiblich. Hallo Scarlight. Weibliche Kapels? Was ist mit weiblichen Kapels? Nein. Ach Gott. Ach Gott. Keine Hilfe, du Loser. Kickt sich raus. In der Kampfpflanze-Kombi später. Verstehe ich nicht. Wenn du mich spoilerst, dann hör auf, das irgendwas zu beschreiben. So, das haben wir. Gibt es hier auch die Kleinen? Mopai, was sagst du bisher zu Sonne und Mond? Genauso scheiße, wie ich es mir erwartet habe. Nein, ich übertreibe, aber es ist das Schlechteste von allen Pokémon-Spielen. Main Games natürlich. Und hallo Daisuke. Es ist auch schwierig, jemanden von was anderem zu überzeugen, wenn man mit der Einstellung schon reingeht. Was will ich denn mit einem Paras? Schlimmer als Let's Go. Schlimmer als BDSP. Ah, jetzt seid ihr aber gemein. Schlimmer als Let's Go. Hm. Bei Let's Go ist es nur ausschließlich das Fangsystem. Der Rest ist großartig. Grafik, was sie geremaked haben, großartig. Wie man Shiny huntet, großartig und alles. Nur das Fangsystem ist schrecklich. BDSP. Ja, okay, BDSP ist schlechter. Aber BDSP ist nur schlecht wegen der Umsetzung.
Weil der Grundsatz vom Spiel, also das kommt ja von einem Original, das großartig war. Hallo Philipp. EDSP ist ja einfach nur super schlecht geremaked von etwas, das großartig war. Ah, du kannst aber männlich sein. Kannst du männlich sein? Man-Tipps. Da kommt irgendwie kein Pokémon. Ach, Tirps. Kannst beides sein. Bin fort mit dir. Ja, in vier Remakes kann man eigentlich nichts falsch machen. GF hat es trotzdem geschafft. Ja. Hallo, hallo, kann ich mal was kriegen, was ich noch nicht habe? GF hat trotzdem die Entscheidung getroffen, es Ilka machen zu lassen. Wieder ein Weibchen. Ich zerpflück dich. Oha, das habe ich gar nicht erwartet. Nehme ich. Eigentlich kannst du männlich sein. Hallo Berox. Je 25% nur. Suchst du einen Kommandotan? Nö. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Spielst du eigentlich auch noch Ultrasonne und Ultramond oder nur Sonne und Mond? Das hier ist Ultramond. Kommst du auf die Idee, dass ich Sonne und Mond überhaupt spiele? Ich spiele nur Ultra. Es gibt keinen Grund, die anderen zu spielen. Ich dachte, da gibt es einen Unterschied. Ja, Ultra ist besser. Was ist dieser Kampf? Frag an einem Kurelei. Die Ultras sind aber mehr oder weniger Copy-Paste. Ja, sind das gleiche, nur besser. Oh mein Gott.
Okay, kein Bock auf den Wald. Ist alles Quatsch hier. Ich spiele weiter. Und komme irgendwann mit einem Fang-Pokémon zurück. Vielleicht gibt es ja auch ein, wie heißt's? Schambolzen-Pokémon in Gen 7. Mal gucken. Schambolzen. Ein Gen 7 Schambolzen wäre Belursi. Mit der versteckten Fähigkeit Schambolzen. Ansonsten Eneko, Pipi, Pummeluff und die ganzen... gibt es hier wieder Eneko? Gibt es Eneko in Gen 7? Nope. Gibt es Schlappohr in Gen 7? Wald von Pony. Wo ist der Wald von Pony? Ganz woanders. Im Wald von Pony gibt es Schlappohr mit Schambolzen. Das wäre ein Plan. Ansonsten vielleicht sowas wie... Pipi. Pipi in Usum ist Hokulaniberg. Ich glaube, das ist aber auch erst später. Und Pummeluff. Auf Route 4. Pummeluff gibt es auf Route 4 und 6. Das sind die, die rumgeflogen sind. Aha. Route 4 und Route 6. Route 4. Fluffeluff, hohes Gras. Pummeluff steht gar nicht da. Doch hier. Ach, die können rufen. Die können Pummeluffs dann rufen. Aber ein Fluffeluff kann auch Schambolzen. Okay. Route 4. Oder Route 6. Auf Route 6. Fluffeluff. Ah, hier, Ultrasonne 20% auf Route 6. Auf Route 4. Auch 20%. Okay, Route 4 und Route 6. Aber Route 4 sind sie schwächer. Also gehe ich auf Route 6. So, und da kann ich ja schon hin auf Route 6. Sona muss ich auch nicht hin. Route 5. Route 5. Route 6. Hallo Justin. Schon über den 5 PS5-Preis Pro geradet. Ja. Kauft euch halt keine. Wenn ihr so arme Schlucker seid. Nee, warum, warum, warum? Ich meine, man kann jetzt, wenn ihr unbedingt eine PS5 wollt, weil dann holt euch die normale PS5, die jetzt dadurch wahrscheinlich günstiger wird. Warum denn eine PS5 Pro haben wollen? Es ist ja schließlich keine Slim, sondern eine Pro. Aber ja klar, 800 Euro ist heftig. Ich habe meine PS5 verkauft, weil ich sie zu wenig spiele. Schau.
Ihr mit eurem ohne Laufwerk, das könnt ihr jetzt noch 10-mal schreiben. Ich finde daran nichts schlimm, weil ohne Laufwerk, meine hat ein Laufwerk, weil es keine andere gab. Und ich habe in dieses Laufwerk noch nie was reingesteckt. Ich brauche keine Laufwerke mehr seit 10 Jahren. Es ist ein Wunder überhaupt, dass die PlayStation überhaupt noch welche mit Laufwerk verkauft. Aber ja, es gibt genug Sammler. Gebrauchte Spiele kaufen und so. Ja, halt nicht machen. Wart auf einen Sale, wo ein Spiel 10 Euro kostet. Wir haben schon so oft drüber geredet, was Vor- und Nachteile von digital und physisch ist. Mich kann man nicht mehr von physisch überzeugen. Es gibt so gut wie keine Vorteile für physisch. Konsole kaufe ich auch noch 90% physisch. Warum? Digitale Games sind ja meist sogar teurer. Nein, nur wenn du sie zu Release kaufst. Warte ein halbes Jahr, dann sind sie alle in ständigen Rabattaktionen drin und die werden dir hinterhergeschmissen. Vor allem, wenn du PlayStation Plus Abonnements oder sowas hast. Was nehmen wir? Ich brauche nicht 2 Mullungs. Also hier soll es jetzt zu 20% einen Fluffeluff geben mit Schampelzen. Mir gefällt es, was für mein Geld in der Hand zu haben. Ja. Und ich habe mein Wasser ausgeschüttet. Ich muss kurz einen Lappen holen. Ich nutze die Konsole aber nur für bestimmte Games und die will ich dann natürlich auch zum Release spielen. Ja, aber dann kostet es genau gleich. Mein Gott. Wollen die Musik rein. Pepek, was? Aber Moment, die braucht Pepek, aber nicht weiblich. Ich habe eine Mandarine, die gar nicht schmeckt. Warum kann man nicht... Warum sind alle Mandarinen immer so gefährdet, kacke zu schmecken? Hier war ich noch nicht. Gibt jetzt schon Mandarinen? Hä? Mandarine ist das eine Obst, das es immer gibt. Orangen, Mandarinen gibt's immer. Bananen, Orangen, Mandarinen, Trauben. Oh, Fluffeluff. Weibchen. Sollte nicht so schwer sein. Männchen. Überleg grad. Lohnt es sich, ein männliches Schambolzen zu haben? Euch irgendwann etwas, wo ich weiblich will, bei Mollung, aber das habe ich schon gefunden. Ist geil, oder? Wie ich einfach Mollung schon gefunden habe. Ansonsten brauche ich, glaube ich, nichts weiblich. Nö. Weg mit dir. Und nicht Käfer.
Also unsere Einkaufsläden haben immer Mandarinen. Warum fragen heute alle wegen der PS5 Pro meine Meinung? Ich meine, ich liebe PlayStation. Und ich mag die PS5. Aber ich bin jetzt nicht so der Profi. Ich habe nicht gesehen, was die PS5 kann. Wenn die wirklich viel kann, ist 500, 800 Euro okay. Es ist schließlich Pro-Modell. Und die PS5 an sich war schon ziemlich günstig dafür, dass es eine PS5 war von Anfang an. Ich schätze, dass sie viel Miese wieder reinholen wollen, weil sie die PS5 so günstig angeboten haben. Oder mussten. Ich hole sie mir nicht. Mir reicht meine PS5. Ich verstehe auch nicht, warum ich was Besseres haben wollen würde. Also ja. Für 800 Euro kriegst du doch einen recht guten Gaming-PC. Weiß ich nicht. Ist aber halt auch ein PC und keine Konsole. Für dich ist vielleicht ein PC besser, aber für die meisten Leute ist eine Konsole besser. Das weiß Sony. Wie viel hatte denn die PS4 Pro mehr gekostet? Weiß ich nicht, 100 Euro? Ja, aber GTA 6 wirst du auch auf einer Nicht-Pro spielen können. Muss ich mir jetzt anschauen, was die PS5 besser kann. Weil wenn die nämlich 8K kann, dann ist ja wohl verständlich, warum sie 800 Euro kostet. Wahrscheinlich kann sie kein 8K. Aber wenn sie zum Beispiel 4K 144 Hertz kann, konnte die das davor schon? Ich glaube nicht. Kann sie nicht? Die normale wurde PS4 wurde damals 100 Euro günstiger. Ach, du glaubst, die Pro war den gleichen Preis? Kann sein. War ich noch eins? Nee, ne? Nee. Ich meine, es gibt 8K Fernseher. Aber ich finde auch, dass bei 4K kann die Welt aufhören. Passt schon. Ich brauche noch Mangunio. Bist du männlich? Nein. Dich brauche ich, Männchen. Männchen? Ich brauche dieses Schambolzentier. Oh mein Gott, ich brauche Schambolzen sofort. Die haben bei der PS5 das 8K-Logo sogar wieder von dem Karton entfernt. Brauche ich noch? Männlich? Ey. Überlebst du nichts? Überlebst du? Du überlebst auch gar nichts. Deswegen kriegst du gleich den Pokéball.
Pfiffeluff. Weiblich. Gucke nebenbei San Marino Spiel. Okay. Was ist das? Bum, 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 bum. Weil kein Fernseher 8K schafft und selbst 4K ist manchmal schwierig für die. Kein Fernseher schafft 8K. Heißt es, die Fernseher lügen? Yes. Gibt's echt keine 8K-Fernseher? Hä? Ich habe schon vor 10 Jahren 8K-Fernseher gesehen, angeboten. Also, wie sind die dann alle nicht 8K? Drück uns mal eine Werbung, Leo. Könnt ihr normal sein? Hallo, Shideth. Hallo. So, ich brauch Fluffeluff nicht markieren, das gibt's nicht. Läuft's? Es läuft. Das ist schon normal? Ihr anscheinend nicht. Aber das ist auch gut so. Wer will denn schon normal sein? Das ist die bessere Antwort. Wer will denn schon normal sein? So, damit gehe ich jetzt an erster Stelle durch die Welt. Dann kann ich... Also, vielleicht hat es auch keinen Schambolzen. Das sind aber die teuersten mit 8K. Klar. Ich sind 8K-Fernseher teuer. Ich sag nur, es geht. Du sagst, es geht nicht. Och, es geht sogar noch viel mehr wahrscheinlich. Es besteht halt kein Grund. Fluffeluff. Ehrlich gesagt brauche ich kein Traumpack. Warte, kannst du Schambolzen? Ja. Okay. Mehr Pokebälle. Nein. Gibt es ja schon 16K. Irgendwann ist das Prinzip von Pixeln auch dahin und dann gibt es überhaupt kein Pixelsystem mehr, sondern nur noch so ein Vektorsystem. Keine Ahnung wie, aber warum nicht? Jjax, hallo. Mein Fernseher ist Full HD. Ich habe noch nie ein 4K irgendwas besessen. Mein Bildschirm hier vor mir, wo ich dieses Spiel spiele, ist 2K. Beziehungsweise nicht mal 2K, sondern QHD. Und selbst den Bildschirm habe ich auf Full HD gestellt. Ich benutze noch nicht mal die volle Auflösung bei meinem Bildschirm, weil ich nicht verstehe, warum man das sollte. Mein Fernseher ist Full HD und klar sehe ich den Unterschied zu 4K, aber ich sehe nicht den Sinn darin, so ein gutes Bild zu haben. Viele Sachen sehen sogar schlechter damit aus, finde ich. Vor allem Videospiele. Wo will ich hin? Irgendwie gesagt, auf Route 6 geht es weiter. Ach, da, wo die mich nicht durchlassen wollte, da stehe ich. Ich fliege dahin, wo ich stehe. Ich gucke gerade Leos Mal auf meinen 75 Zoll 4K Fernseher von Samsung. Viel Spaß, meine Videos sind nicht mal Full HD. Vor allem alte Videospiele meinst du? Alle. Aber ich muss zugeben, ich habe seit ein paar Jahren keinen
Videospiel mehr in 4K gesehen, aber... Ich fand, es sah immer... Videospiele in 4K sehen extra wie Videospiele aus. Wohingegen, wenn du ein Videospiel in Full HD spielst, hat es so einen leichten, sieht es realistischer aus, weil du nicht jede einzelne Sache siehst. Echt, so ein Last of Us in 4K findest du scheiße? Wahrscheinlich. Ist hier keiner der Bank? Hier? Okay, man muss sie sehen können, glaube ich, ist die Bedingung. Danke. Der Zwarker sollte ich es mir aber überlegen, da das Bild zu Full HD unscharf, da es nicht gegenrechnen kannst. Da du es nicht gegenrechnen kannst. Verstehe ich nicht. Ich bin glücklich. Ich verstehe nicht, wo es lang geht. Es war doch hier. Hä? War das nicht hier? Ein Problem mit einem PC-Bildschirm, der mehr ist als Full HD, ist, dass ich nichts mehr erkennen kann. Ich weiß nicht, wie Leute das machen, dass sie noch irgendwas an ihrem Bildschirm erkennen. Na klar, könnte ich jetzt sagen, ich stelle meinen Bildschirm auf 2K. Hä? Das ist doch die Stadt. Da kann ich sagen, ich stelle jetzt meinen Bildschirm auf 2K und dann, sehe ich nichts. Und dann zoome ich halt alles groß. Das ist doch auch nicht die Lösung. Auch dumm. Vor allem Streamer sollten ihren Bildschirm immer auf Full HD gestellt haben, weil ihr nicht mehr als Full HD sehen könnt. Das heißt, wenn ich meinen Bildschirm auf 2K mache, muss ich ihn sowieso runterskalieren für euch auf Full HD. Hä, ich war bei einer Stadt, wo rechts unten ein Bissbark mir den Weg versperrt hat. Und das war hier in dieser Stadt. Anscheinend nicht. Okay, war es hier, aber hier war das nicht. Okay, aber es ist anscheinend hier. Ich weiß, was du meinst, weil es durch sich durchteilbar ist und sowas. Ja, 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 ist mir aber egal. Shideth, Makabara, Maraka, Marakamba und JJ Eisenhaupt oder so. Hier weiter. Los, Wölkchen, setze Platsche ein. Hugh? Ich wollte nur einmal so wie Leo klingen. Hä? Dir wurde so viel Leid zugefügt, Wölkchen. Ich kann das einfach nicht ertragen. Ich spüre deinen Schmerz, als wäre es mein eigener. Ich frage mich, ob ich etwas an deiner Lage ändern könnte, wenn ich so stark wäre wie Tali und Leo. Hugh? Hallo Leo, lange nicht mehr gesehen. Das ist das Dimensionsforschungsinstitut, auch DFI genannt. Professor Kukui wartet schon auf dich. Wie lief es bei den Prüfungen? Es gibt hier auf Akala ja ganze 3 davon, das war bestimmt nicht einfach.
Sensationell. Du hast tatsächlich alle drei Prüfungen auf Akala bestanden. Das erklärt natürlich so einiges. Das erklärt, warum Fluffeluff sich dir so verbunden fühlt. Das sieht man nämlich. Bro, das habe ich gerade erst gefangen. Es ist ein Zweckmon. Okay, bye. Dankeschön, Timmy, für dein Prime. Dankeschön. Hallo, mein Wirbelwind. Da ist sie! Erkennt ihr sie? Echte Veteranen kennen diese Dame hier. Darf ich vorstellen, das ist Professor Burnett. Sie leitet die Dimensionsforschungsinstitut, das, und sie ist ganz nebenbei auch meine Kraftreserve. Mit anderen Worten, meine Frau. Ja, wer ist denn das? Muss man in dem Game keine Orden sammeln? Nein. Und sie ist ganz nebenbei auch meine Kraftreserve. Mit anderen Worten, meine Frau. Das ist die Professorin aus Traumradar. Du musst Leo sein, nicht wahr? Lili hat mir schon von dir erzählt. Sie meinte, du seist nicht nur eine zuverlässige Person, sondern auch ein großartiger Trainer. Ach ja, wie die Zeit vergeht. 3 Monate ist es nun schon her, dass ich Lili bewusstlos am Strand gefunden habe, was? Und in ihrer Tasche befand sich Cosmog, ebenfalls völlig geschwächt. Sag mal, wo steckt eigentlich Tali? Ach, du kennst auch Tali, er macht eben immer, was ihm gerade in den Sinn kommt. Aber er hat trotzdem eine große Zukunft vor sich. Eines Tages tritt er sicher mal in Hallas Fußstapfen. Im Ernst? Denkst du das wirklich? Ah, da bist du ja. Um deine Frage zu beantworten, ja, das meine ich wirklich. Hallo Tali, schön dich mal wiederzusehen. Übrigens, mein Mondschein. Ich habe Leo hergebracht, damit du ihm etwas über die merkwürdigen Phänomene hier bei uns in Alola erzählen kannst. Das mache ich doch gern. Wenn du von merkwürdigen Phänomenen in Alola sprichst, meinst du natürlich die Ultrapforten. Es kommt nur sehr selten vor, aber manchmal kann man in Alola beobachten, wie sich am Himmel Löcher öffnen. Diese Löcher führen anscheinend in eine andere, uns unbekannte Dimension. Wir vermuten das deshalb, weil dieses Phänomen bereits in alten Legenden dieser Region erwähnt wird. Darin heißt es, dass aus diesen Ultrapforten einst furchterregende Pokémon in unsere Welt getreten seien. Phew, wir haben kaum etwas Greifbares. Kaum echte Beweise, aber ignorieren können wir die Sache deswegen nicht. Immerhin gibt es ja selbst im Pokédex bereits vereinzelte Hinweise auf die Existenz anderer Dimensionen. So interessant. Furchterregende Pokémon? Selbst normale wilde Pokémon greifen doch schon mal Menschen an. Was gegen die Pokémon aus den Ultrapforten allerdings komplett verblasst. Nicht umsonst hat man diesen Pokémon den Namen Ultrabestien gegeben. Das allein deutet schon darauf hin, wie sehr man sie gefürchtet hat. Schenkt man den alten Legenden Glauben, haben sie sich sogar erbitterte Kämpfe mit den Schutzpatronen der Insel geliefert. Aber wie gesagt, es sind und bleiben erstmal nur Legenden. Was davon wahr ist und was nicht, muss erst noch herausgefunden werden. Ich würde wirklich nur zu gerne diese Dimensionsverwerfung untersuchen und das Geheimnis um die Ultrapforten lüften. Das wäre einfach das Größte für mich. Wie du sehen kannst, haben wir in unseren Regalen bereits einiges an Daten zu den Wechselverhältnissen zwischen Pokémon und anderen Dimensionen gesammelt. Du könntest mal ein Buch vorlesen, ich würde es mir anheuern. Nope. So, was jetzt? 3 Monate ist es her. Ich wollte damals Professor Burnett besuchen, um mehr über Wölkchen, also über Cosmic, zu erfahren. Doch auf dem Weg habe ich mich verirrt und bin vor Erschöpfung am Strand ohnmächtig geworden. Professor Burnett hat mich gefunden und sich trotz später Stunde meine Geschichte angehört. Sie hat sogar ihren Mann, Professor Kukui, dazu überredet, mich in seinem Loft unterzubringen. Gemeinsam versuchen wir, mehr über Wölkchen herauszufinden. Professor Burnett ist für mich wie eine richtige Mutter. Bami, da hinten ist ein Zeichen. Es hat mich vehement angeblinkt. Ich werde so bereuen, die alle gerade einzusammeln. Es macht so keinen Sinn, die jetzt einzusammeln. Weil am Ende gehe ich mit einem Guide durch und dann muss ich sowieso nochmal an all die Orte gehen, wo ich jetzt schon war. Weil ich natürlich mich nicht daran erinnere, ob ich den schon habe und den nicht.
Okay, was ist jetzt hier los? Was ist jetzt hier los, Tali? Wenn man einen neuen Ort erreicht, merkt man erst so richtig, wie weit man es mit seinen Pokémon schon gebracht hat. Also wenn es diese Ultra-Bestien wirklich gibt, frage ich mich, was die so für Attacken haben. Du hast doch alle drei Prüfungen auf Akala bestanden, oder? Bravo, sage ich dir nur. Dann steht als nächstes der Pokémon-Kampf gegen Inselkönigin Myla an. Dabei handelt es sich um die wohl größte Herausforderung auf Akala, die große Prüfung. Achso, es gibt quasi drei Prüfungen und dann eine Meister-Arena-Leiterin. Myla wohnt in Koni City. Dorthin gelangst du über den Digda-Tunnel. Ich bleibe noch hier, es gibt da etwas, worüber ich mit Professor Burnett sprechen möchte. Wenn man einen neuen Ort erreicht, merkt man erst so richtig, wie weit man es mit seinen Pokémon schon gebracht hat. Idiot. Warum redest du so komisch? Das wäre ein Zufall. War das eben ein Riss am Himmel? Leo, du hast bereits die Prüfung von drei... Achso, Entschuldigung. Leo, du hast bereits die Prüfung von drei Captains bestanden, oder? Dann musst du als nächstes durch die Diktatunnel und Myla treffen. Der Diktatunnel liegt ganz in der Nähe des Pokémon-Centers. Der Eingang ist leicht zu übersehen, aber es folgt einfach den Wegweisern. Bye. Ich sehe den Sticker, sei ruhig. Ich weiß, du wolltest es schreiben. Sticker, Leo, Sticker. Da ist noch ein Sticker. Wie viele Sticker gibt's? Sagt es mir. Nehmt keine Rücksicht auf meine Gefühle. Sagt mir einfach, wie viele Sticker gibt es. Ja, den meinte ich. Ich kann immer noch nicht da lang. Wow. Einige. Wow. War meine Fusion schon? War kochen, hatte meine Fusion vergessen. Ich auch. Hier. Ist es Vati oder Ampharos? Oder einfach Voltilam? Es ist großartig. Vati. Rosi, das ist Rosi. Das ist Rosi. Rosi. Welche Richtung? Mauri, echter Fan. Badum, bam, 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 badum, bam. Muss ich hier lang? Ja, Diktatunnel. Oh lala. Oh, du bist es. Kennen wir uns? Wir haben da ein kleines Problem. Seit kurzem wimmelt es in diesem Tunnel nur so von Dicta. Deshalb dürfen gewöhnliche Trainer hier auch nicht durch. Wie läuft eigentlich deine Inselwanderschaft? Lass mich doch mal deine Z-Kristalle sehen. Wer bist du? Oh, echt beeindruckend. Sogar Mahos Prüfung hast du bestanden. Für einen Trainer mit deinen Fähigkeiten sollte dieser Tunnel keine Gefahr darstellen. Am anderen Ausgang des Diktatunnels liegt Koni City. Ich habe dort einen Laden, an dem ich auf dich warten werde. Wie tut's, als würden wir uns kennen? Mauri, du bist ein Purmel. Beat Ghost, du bist ein Caputoro. Hey, 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 sag bloß nicht, das ist ein Zubat.
Kannst du meinen Fluffluff bitte töten? Ich kann Purmel nicht mehr sehen, nachdem ich X so oft durch neu gestartet habe. 20 Mal bzw. 18 Mal ist jetzt auch nicht so oft. Kaporiki ist das geilste Pokémon in diesem Spiel. Okay. Verdient. Ich weiß nicht mal, was ein Kaputocho ist. Das sind die Regis. Von Gen 7. Die drei Legis neben den Cover-Legis. Ich finde Gengar geiler. Okay, rechts oder links? Oh mein Gott, soll ich mich jetzt hier durchkämpfen? Okay. Vier Legis. Falariki, Toro, Kapu. Kapu, Kapu, Kapu. Soll ich vergessen? Kapu Kime, 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 Kime. Ich muss Sonne und Mond nur kurz spielen für Ash Quajutsu. Außer ihr habt immer noch, wenn ihr eine Idee habt, weswegen ich Sonne und Mond spielen muss, sagt es, aber ich weiß bisher nichts. Ich sollte was anderes an erster Stelle nehmen. Oh. Aber was? Bambuli. Zygarde-Zellen. Und die gibt's in Usum nicht, die Zygarde-Zellen. Wann bekommt man das? Was? Dudi, du bist ein Vulnone. Zygarde bekommt man aber. Okay, aber warum? Wann bekommt man das? Ash Quajutsu kriegst du, wenn du die Demo von Sonne und Mond spielst. Solange ich Zygarde kriege und Zygarde mit Scharwandel in Usum, muss ich nicht Sonne und Mond spielen. Und das kriege ich doch. Das ist eine Demo. Sonne und Mond ist ein Spiel und dann gibt es die Demo von Sonne und Mond. Und das ist eine Demo, ja. Bekommst du in Usum. Eben. Also warum soll ich dann Zygarde-Zellen in Sonne und Mond sammeln? Brauchst einfach die Erfahrung von den deutlich schlechteren Gen 7 Spielen. Ich wüsste nicht, was daran jetzt so groß schlechter sein soll, was hier nicht sowieso schon nervt. Ich meine, was soll denn da jetzt noch anders sein? Sind die Prüfungen noch dümmer? Das ist das meiste, was mich stört, dass die Prüfungen so dumm sind. Dank Meiler sind wir endlich einen Schritt weitergekommen. Wer seid ihr? Achso, ihr seid die Aether Foundation. Dass hier so viele Diktar gewütet haben, ist anscheinend das Werk von Team Skull.
Team Skull ist eine Truppe furchtbarer Taugenichtse, die Spaß daran haben, Pokémon und Trainern Ärger zu bereiten. Digda benutzen Tunnel, die sie über Jahre hinweg gegraben haben. Wir wollen dafür sorgen, dass sie sich hier bewegen können, ohne gegen andere Pokémon kämpfen zu müssen. Okay. Warum bin ich ein Hacker? Bin ich ein Hacker, weil ich... Warum bist du weiblich? Mein Fluffeldorf ist weiblich. 22%. Bin ich ein Hacker, weil ich die Demo spielen kann, so wie ihr alle? Doch in Usum auch die Herrscher-Pokémon von den Stickern. Mach ich auch. Die muss doch schon weg. Nur für Idioten, die nicht wissen, wie man DS benutzt. Demo ist nicht weg. Können wir nicht über diese Sachen dauernd reden. So eine Pleite. Wir wollten nur ein bisschen auf den Putz hauen, da haben uns plötzlich diese Dicke umzingelt. Verhauen und weggeputzt wurden also nur wir. Checkst du überhaupt, wie man das aufregt? Was? Das regt mich total auf. Und jetzt weißt du's. Wir wollen jetzt auch irgendwen verhauen und wegputzen und da kommst du gerade recht. Leo. Ich find's geil, dass die beiden immer wieder kommen, aber sie heißen Rüpel A und Rüpel B. Wir haben denen keinen Namen gegeben, obwohl sie immer wieder kommen. Tiny, du bist ein... Terry... Quaff. Philipp, du bist ein Pantimimi. Das ist nur Spaß. Hast du ein Gen 6 Video nicht gesehen? Stop it! Hier gibt's keinen Spaß. Meine Lieblingsstelle am Video. Stop it! Mich wundert, dass der Rival überhaupt einen Namen hat. Evoli, es tut mir leid. Tali, du bist mir so egal. Schau, hast du ja ausgehalten, dein Evoli. Ich habe vor einem Monat deine letzten 15 Videos nachgeschaut. Ich habe aber mehr als 15. Nee, dankeschön. Bla bla bla, Team Skull. Vor allem ist denen egal, ob weiblich oder männlich, ist immer A und B. Hey. Upf. Soll ich auch noch aufstehen, Mrs. Martel? Mrs. Marty.
aufstehen. Read the room. Glaubst du, ich hab Bock aufzustehen? Was war das für ein komischer Kreis jetzt? Kannst auch in den Ultradimensionen jedes Legend Pokéball fangen? Nochmal? Ja, nee, da hab ich keinen Bock drauf. Ein Männchen, du gehörst mir. Und warum lebt mein Fluffeluff wieder? Wer hat mich geheilt? Hat Tali mein ganzes Team geheilt nach dem Kampf? Leute, taktisch, mein Fluffeluff war tot, absichtlich. Muss das sein? Noah Night Raven, du bist ein Seemops. Was macht Bitterkuss? Ach, Diebeskuss ist der Schaden. Okay, wir werfen einfach. Ehrentali, weg mit dem! Der soll zuerst mal nach meiner Einwilligung fragen. Kann mich nicht einfach heilen? Kann mich nicht einfach einen Trank in den Mund stecken? Okay, das heißt, wir haben beide. Gibt's hier noch? Nur Zubats. Zubat braucht man mal in meiner Region mit so riesigen Glubschaugen. Welche Gen war bisher die schwierigste? Die schwierigste war Gen 2. Die kostenspieligste war Gen 3. Gegen den Raubkatzen? Ja. Das ist einfach so schwierig, nur kannst nichts dagegen tun. Ich meine, es gibt viele schwierige Stellen in jeder Gen, aber du hast immer eine Möglichkeit, wie Schambolzen oder wohin genau mit Wegsperre. Aber in Gen 2 musst du da durch. Wie wär's mit einem Shiny aus den Ultradimensionen? Haben auch erhöhte Shiny-Chance? Nö. Ich will Gen 7 so wenig es geht spielen. Aber ich mache natürlich alles, was irgendwie besonders ist. Also alle Z-Kristalle sammeln, alle Herrscher fangen und sowas, selbstverständlich. Aber ich werde sicher nicht jetzt Shiny hunten hier. Das ist ein fetter Stein. Welches Pokémon kriege ich für den Stein? Makomai. Du hast bei der Meteno-Hand einfach Pokerus eingefangen? Mal schauen. Was hat der Junge gegen Gen 7? Schau zu! Guckst du nicht zu? Bam, wir kicken dich. Außerdem bin ich kein Junge. Ich wäre gern wieder einer. Unschuldig. Unverbraucht. Motiviert. Energetisch. Wann entwickelt sich Pampuli? Wahrscheinlich auf Level 70 oder so. Wahrscheinlich mit Feuerstein. Gewissheit. Nehme ich. Nee, du kannst schon Hyperzahn. Das kleine Radfratz kann schon Hyperzahn. Hey!
Und wann entwickelt sich mein Silvaro? Wann habe ich Silvaro? Ich schätze... Warum bin ich hier in den Kreis gegangen? Da war gar nichts. Ich schätze... Okay, ich wollte 35 sein. 36. Hast du spezielle Challenges geplant in Gen 7? Wie bei Gen 6 mit den Vögeln? Es tut mir leid, aber ich werde das irgendwie alle 10 Minuten gefragt. Lass mich das Spiel einfach durchspielen. Ich weiß noch nicht mal, was in diesem Spiel hier passiert. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich sag dir nur, warum ich es nicht jedes Mal beantworte. Aber das ist die Antwort. Lass mich erstmal das Spiel durchspielen. Ich weiß nicht mal, was hier Cooles passiert. Bisher nichts. Passiert sehr wenig Cooles. Die Herrscher sind ganz cool, aber alles drumherum um die Herrscher ist ziemlich dumm. Okay, also hier war der richtige Weg. Aber wenn du wieder eine Junge wärst, wärst wieder die Geisel der Jugend. Eltern sprechen dazwischen, nicht mal einfach ein neues Spiel holen und so weiter. Klingt auch nicht so toll. Dann hattest du nicht so eine geile Kindheit wie ich. In der ich alles machen durfte, was ich will und alles bekommen habe, was ich jemals wollte. Aber ja, natürlich, das ist die Krux an der ganzen Sache. Die Story ist in Ordnung. Okay. Auf 34 schon. Okay. 34. Es ist nicht immer 36. Dachte ich früher auch immer. 1,32, der Rest 36. Ich durfte mit 12 nicht mal Spiel ab 12 spielen. Und ich habe The Resident Evil 4 geschenkt bekommen. Oh, du bist ein Trainer auf Inselwanderschaft, nicht wahr? Oh, Lebel! Ist das hier das erste Mal, dass er vorkommt? Nee, Quatsch, nicht das erste Mal. Wo kommt der? In Oras ist er? Wo kommt der das erste Mal vor? Platin? Mein Name ist Lebel. Ich reise auch viel umher, nur dass das Ganze in meinem Fall eher einer Weltwanderschaft gleicht, wenn du verstehst, was ich meine. Alola ist ruhig und friedlich, perfekt für einen erholsamen Urlaub oder auch zum Shoppen. Gerade eben habe ich in Mylas Laden in Kunikuni einen seltenen Stein erstanden. Im Gegensatz zu anderen Orten hat hier auch niemand solch irrsinnige Pläne, eine neue Welt zu erschaffen oder die Pokémon zu befreien. Allerdings geben Augenzeugen Berichte über die Aktivität ein. I don't care. Wie viele Pokémon musst du fangen in Gen 7 für den Dex? Ich habe nicht gezählt. Soll ich mal zählen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünfmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 mal 5. Plus 1, plus 3. 2, okay, das kann nicht sein. 23 mal 5 plus 1 plus 3. 119. 115? Warum 115? Was habe ich falsch gemacht? 115. Warum sagt ihr jetzt 115? Achso, ihr sagt 23 mal. Das wäre ein schöner Schnurrbart. Nee, Lebel kam in Platin schon vor. Ding mit Schlagsahne ohne Löffel.
machst du denn? Warum ist das so unstark? Ist Amphira nicht sogar eine Freundschaftsentwicklung? Nee. Einmal 5 ist 15, 5 mal 20 ist 100, ist gleich 115. Das ist schön. Hast du meiner Rechnung nicht vertraut, musstest du nochmal nachrechnen. Wo muss ich hin? Da nicht. Hier vielleicht. Hügel des Gedenkens. Zu traurig, zu traurig. Der Polizei ist noch eine nette kleine Story. Wenn ich da jetzt reingehe und die komplette Story vorlese und sie ist nicht nett. Dann bin ich traurig. Moment, ist nicht Akku Donnerstein, um sich zu entwickeln? Oh fuck. Warte mal. Akku. Aber es kann ja sein, dass es dann keine Attacken lernt. Levelanstieg an magnetischem Ort. Ab Gen 8 Donnerstein. Ja, okay. Also ich hatte recht mit Donnerstein, aber nicht in Gen 7. Okay, aber was für Attacken lernst du denn? Lernst du noch welche? Ist 49 Eisenabwehr. Und Donarion. Donarion. Doch. Donarion lernt. Nicht Eisenabwehr, aber es lernt noch Attacken nach der Entwicklung. Blitzkanone. Es lernt sogar Schaufler. Warum lernt denn Donarion Schaufler? Wow. Käfergebrumm. Akrobatik. Ja, nee, wir können es entwickeln, wenn wir können. Für viele sind Usum die schwierigsten Spiele. Hat gestern jemand auch gesagt, dann habe ich gelacht. Dann bin ich dauernd draufgegangen. Deswegen ja, anscheinend. Das hier schön ist. Anscheinend haben sie es ein bisschen übertrieben. Was nicht übertrieben, um Gottes Willen. Ich finde es gut so. Aber ja, ich habe es nicht erwartet. Ich dachte, das ist ein Pipifax hier. Aber es ist anscheinend ein bisschen schwieriger als heutzutage Pokémon-Spiele. Dieses Voluminas hütet manchmal den Laden für mich. Mir kam leider etwas dazwischen. Ich warte jetzt in den Ruinen des Lebens auf dich. Sie liegen hinter dem Hügel des Gedenkens. Okay. Was kann ich hier kaufen? Oh, hier sind Steine. Okay. Ja, Gen 7. Ja.
das hier? Fotos. Naturheilmittel. So, wie du Schaden nimmst, kannst du den echt gebrauchen. Den Top-Trank. Was? Wo drückt der Schuh? Was ist das? Ein Z-Arm-Dingsbums. Das würde ja bedeuten, dass du Z-Attacken einsetzen kannst. Das muss Schicksal sein. Ich bitte dich, nimm all deine Kraft zusammen und hilf mir aus meiner elenden Lage. Also um ehrlich zu sein, gibt es da eine Frau, die ich ziemlich mag. Leider fehlt mir der Mut der Dame meines Herzens, meine Gefühle zu gestehen. Ich bekomme einfach keinen Ton heraus, wenn ich sie sehe. Komm schon, hilf mein Lieblingsglück auf die Sprünge. Ich flehe dich an. Nur keine Verlegenheit. Zeig mir die geballte Kraft deiner Z-Attacke. Ich habe keine Z-Attacke. Ich glaube, ich muss einfach gewinnen gegen ihn. Was passiert, wenn ich jetzt keine Z-Attacke einsetze? Ich habe gehört, Boden ist gut gegen Wasser. 23. Kriegst du nichts, wie wenn man nicht kämpft? Hm. Mal schauen. Jetzt kannst du einfach so eine fette Stahlplatte aufstellen. Busfahren. Aber ist das nicht Ultra? Das ist Ultra, ja. Sagt er jetzt? Nein, nein! Tja, wenn du mich nicht ohne Z-Attacke willst, dann bekommst du mich nicht mit Z-Attacke. Ist das Normale zu anstrengend? Es gibt keinen Grund, das Normale zu spielen. Wo ist denn die Polizeistation? Klamotten, TMs, Tränke. Warum benutzt du keine Z-Attacken? Ich will nicht. Vor der Stadt. Oh, ein Evolit. Die alle wollen sie hier Hilfe von mir. Nix hier. Was ist hier? Quests oder was? Komm ich da nicht hoch?
Wenn ich jetzt nicht keine Luft mehr kriege vor Lachen nach dieser Polizisten-Story, dann weiß ich, wem ich die Schuld geben kann. Ich erwarte jetzt ein Kino. Kinofilm. Cinema. Da, krass. Warum bin ich da vorbeigegangen? Schnubbel. Bubbel Snub. Nein, du heißt Snubbel, nicht Bubbel Snub. Mein Kollege dorthin verhält sich in letzter Zeit reichlich seltsam. Er ist besessen von einem Mimikyu. Mimikyu. Didi. Polizist B. Didi. To? Didi. Stimmt etwas nicht? Ditto. Ach, das heißt, der Sepplaut hat mich gespoilert vorhin. Und ich hab's nicht gemerkt. Nee, dafür gibt's Timeout. Dafür gibt's Timeout. Mich spoilern ist ganz schlimm. Auch wenn ich's nicht bemerke. Auch wenn ich's nicht bemerke. Kann ich das fangen? Ist das ein Trainerkampf? Ich kann das fangen. Ich weiß nicht, wie es in Gen 7 ist, aber ich glaube, in Gen 6 war es schon so, dass es nicht die Catchrate übernimmt. Okay, das war tatsächlich sehr cool, Azrael. Das war sehr cool. Ich wurde nicht enttäuscht. Sehr gut. Fürs Bescheid sagen. Danke fürs gute Spoilern. Ohne zu spoilern. Danke für das in die richtige Richtung schubsen. Jetzt müssen wir keins mehr suchen gehen. Und können das benutzen für verschiedene Sachen. Weiß noch nicht für was. Wer will du, Black Sheep? Wollung? Du hast gar keinen Hieb. Kopidu, dankeschön für den Raid. Danke, danke. Was? Ein Ditto hat sich als mein Paten ausgegeben? Unglaublich. Stecken da etwa die fünf Banditos? Oh Gott. Stecken da etwa die fünf Banditos dahinter? Die fünf Banditos sind fünf Ditto, die Menschen so gern haben, dass sie nichts lieber tun, als sich als Mensch auszugeben. Das mag alles ganz nett klingen, stiftet hier aber allerlei Chaos und Unfrieden. Sie führen nichts Böses im Schilde, richten mit ihrer Scharade aber jede Menge Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen an. Daher werden sie auch steckbrieflich gesucht. Aber wo zum Hinter steckt dann bloß mein Partner? Ditto wird ihm doch wohl nichts. Das ist komplett so. In einem BDSM-Raum wird von Ditto komplett fertig gemacht. So, ich hatte mir eine üble Erkältung zugezogen, musste eine Weile das Bett hüten. Da schreibt man eine Mail an HR. Ist einfach zu Hause geblieben, ohne was zu sagen. Ich meine, das Snubbel, Granbull sieht aber auch... Ja. Ist er einfach nicht in die Arbeit gekommen und hat nichts gesagt. Hust, hust. Danke, dass du Ditto enttarnt hast. Hier, nimm das als Dankeschön. 12.000? In letzter Zeit sind in Konikoni vermehrt Personen gesichtet worden, bei denen es sich um als Menschen getarnte Ditto handeln könnte. Wir ermitteln aktuell in mehreren Fällen. Deine Kooperation wäre uns echt eine große Hilfe. Immerhin hast du ja auch das Ditto enttarnt. Ja, ist okay. Noch eine Quest. Okay, das machen wir aber nicht. Muss es an den Film The Thing denken? Ja. Hier ist es besser ausgegangen. Ich hätte schon fast den Flammenwerfer geholt.
Leute, das ist ein Friedhof. Wie könnt ihr hier kämpfen wollen? Das ist ein Friedhof. Oh, Schutzband. Sind die Banditos nicht quasi was Besonderes? Nein, weil es ist einfach nur ein Ditto. Hat das Ditto die OT Bandito? Ich glaube nicht. Hat das Ditto die Attacke... irgendeine Attacke? Ich glaube nicht. Nichts Besonderes dann. Gleich wird es zum großen Ross. Eisenabwehr. Nein. Es wurde wieder Butter Chicken angesagt. Warum? Ich meine, ich glaube, du sagst es einfach jeden Tag und deswegen hast du immer recht. Also hast du manchmal recht, aber ja. Aber warum sagst du das? Wie kommst du darauf? Du hast aus Schambolzen her. Auf Route 4 und Route 6 gibt es Fluffeluff. Zu 20%. Zählt es? Ist das Käferflug? Als nur Käfer. Platz 21. Das sollte jetzt ein Radikal ergeben. Außer es hat sich alles geändert. Es hat sich alles geändert. Was? Muss es eine Attacke haben? Oder habe ich es falsch in Erinnerung? Nachts. Es ist Nacht. Hier ist voll dunkel. Was? Doch voll dunkel hier gerade. Warum? Es ist im Friedhof immer dunkel. Bin gespannt auf das Spiel am Freitag. Aufgespannt zu sein, ich, versprochen habe ich gar nichts. Wahrscheinlich werde ich es nicht machen. Schon wieder ein Luxusball. Sind es immer diese Art von NPCs, die Luxusbälle schmeißen. Oh, ich bin die Margaret. Die Margaret. Oh, Quaffer. Sogar mit Frisur. Hallo, Happy. Kick. Zirzt. Kick. Oh, schlechter Kick. Was ist da los?
wird halt gestärkt, Pferde stärkt. Margarete. Ich bin wie Brad Pitt. Margarete. Nee, das war nicht Brad Pitt, das war der andere. Was hat Brad Pitt gesagt? Strombolo. Nee. Margarete. Wie sieht's mit Stampfer aus? Macht nicht ein Quaffer fertig. Dominique de Coco. Ja, er hat es aber perfekt gesagt. Oh, bravo. Dominique de Coco. Oh, bravo. Mach mal Time. Dominique de Coco. Bravo. Was ist mit diesem Quaffer? Hat das den krassesten Verteidigungswert? Wie entwickelt sich Mollung? Einfach auf 33. Okay. Der Timeout setzt sich einfach zurück, wenn man den Stream verlässt. Nein. Erstens nein und zweitens sagst du gerade, nur männliche entwickeln sich. Auch falsch. Zwei Sachen hintereinander, die du einfach falsch schreibst. Warum schreibst du überhaupt? Doch zu 100%. Dein Timeout war auf 5 Minuten gesetzt und es sind 5 Minuten vorbei. Deswegen schreibst du wieder. Sollen wir es nochmal testen? Wir testen es einfach. Ich gebe dir nochmal 5 Minuten. Und dann, jetzt gehst du mal aus dem Stream raus und wieder rein und guckst mal, ob du es schreiben kannst. Warum hat mein Smog wieder nichts gemacht? Warum ist Glut effektiv? Feuer sollte doch gar nicht funktionieren. Hä, war nicht Feuer komplett resistent? Also war wenig resistent gegen Feuer? Kam das erst irgendwann dazu? Hä, mit was verwechsel ich das? Oh, Wickel, oh nein.
Ja, aber sehr effektiv gegen Gift. Was? Was? Wie kannst du ja sagen, wenn ich gerade gezeigt habe, wie ich eine Feuerattacke mache? Ich habe gesagt, das ist aber komisch, dass ich eine Feuerattacke gegen eine Fee machen kann. Feuer ist resistent gegen Fee. Du kannst mit Fee kein Feuer angreifen. Was macht das denn für einen Sinn? Was ist das denn? Was macht das denn für einen Sinn? Geil, ich habe Knirscher nicht erlernt. Doch, aber nicht effektiv. Okay, nee, ich rede komplett. Jetzt entwickelt sich Radfotz, okay. Ich rede komplett von Feuer, so wie Elektro und Boden. Du kannst mit Feuer keine Fee angreifen. Nee, steht nicht da. Poison-Stil. Ja, das wusste ich alles. Hä, was war das dann? Warum habe ich das in meinem Kopf, dass ich mit Feuer keine Fee angreifen kann? Woher kommen diese Gedanken? Es muss doch irgendwann mal was passiert sein, dass ich mit Feuer eine Fee angegriffen habe und dann stand da, hat keine Wirkung. Warum sollte ich das sonst in meinem Kopf haben? Drache. Nein, auch nicht Drache. Ich habe doch den Wechselwirkungschart vor mir. Was habt ihr mit Drache? Ich rede von keine Wirkung. Ich rede nicht von nicht effektiv, effektiv, sehr effektiv. Ich rede von keine Wirkung. Es ist so süß. Wird direkt wieder in die Box gepackt. Bei Superzahn ist schon geil für Pokémon fangen. Wenn ich Superzahn lerne. Nö. Dann kann ich jetzt, aber habe ich schon, oder? Und doch, ich kann. So. Warum sind da zwei? Schreck jedes Mal. Drache hat keine Wirkung auf Fee. Das ist korrekt, ja, aber ich rede von Feuer. Ich weiß, dass Drache keine Wirkung auf Fee hat. Ich weiß, dass ich was in meinem Kopf falsch habe. Ich rede nur laut. Wir werden nicht herausfinden, warum ich denke, dass Feuer keine Wirkung auf Fee hat. Deswegen habe ich schon lange damit abgeschlossen, dass ich die Wechselwirkung auswendig lerne, weil mein Kopf immer wieder mir das Gegenteil beweist. Ich werde es niemals lernen. Du hast alle 7 Methenos gefangen? Sehr gut. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es schwer war. Ich habe das ja gemacht hier in dem Spiel. Aber vielleicht hatte ich auch nur krasses Glück. Ich will ein Sorry hören, gehe auf Discord und überzeug dich selbst. Wo bist du denn?
Jetzt? Und jetzt? Ich lösche das mal wieder, weil es eine dumme Nachricht ist in meinem Discord. Ich verstehe nicht, was dein Problem ist. Du bist getimeoutet und der Timeout bleibt. Ja, ich verstehe nicht, was dein Problem ist. Wenn du getimeoutet bist, wenn du gebannt bist, dann bist du das. Du kannst nichts daran ändern. Das wäre sehr dumm, wenn das so wäre. Und dein Clip beweist gar nichts. Da steht Timeout, dann refresh du und dann steht da Timeout. Die Zeit setzt sich zurück. Ich wollte das gerade ansehen. Die Zeit setzt sich zurück. Ja, dann solltest du nicht refreshen. Team Skull, ihr gebt jetzt auf der Stelle das gestohlene Pokémon zurück. Na los. Black. Jetzt kommt uns doch hier nicht mit sowas. Red mal Klartext mit denen, damit sie's checken. Soll das eigentlich... Ich glaube, auf Englisch reimt sich das. Halt ernsthaft, ich glaube, auf Englisch reimt sich das alles, was die sagen. Und sie haben einfach keinen Bock gehabt, das zu reimen. Wir verhökern die Pokémon ja nicht zum Spaß. Schließlich müssen wir was von was leben, kapiert? Aber bitte, wenn ihr es unbedingt zurückhaben wollt, dann nehmt es uns doch im Kampf ab. Ärmel hochgekrempelt und ran an den Feind. Das würde dann unsere werte Präsidentin sagen. Sie haben leicht reden, Herr Regionalleiter. Schließlich mache ich immer die ganze Arbeit. Ich bin nun mal die letzte Bastion der ETA Foundation. Als solche kann ich mich wohl schlecht in den erstbesten Kampf stürzen. Ja, ich mach schon. Du brauchst halt nur die Fähigkeit, Feuchtigkeit ist mit meinem Körper zu easy. Ja, oder Morlord. Ja, weil dann kann sie es nicht in die Luft sprengen, das ist klar, ja. Für eine Erleichterung. Flag. Ich danke dir. Du bist doch auf Inselwanderschaft, oder? Jedenfalls bist du ein großartiger Trainer. Ich bin wirklich schwer beeindruckt. Ich würde dir gern etwas Großartiges zeigen, aber stehe erst einmal Akalas große Prüfung. Dann werde ich dich von Hano, irgendwie heißt es alles gleich, ne? Hano Resort aus an einen unglaublich tollen Ort führen. Du hast es aus der Patsche geholfen. Ich danke dir ganz herzlich für alles. Was für ein Glück, dass du gerade vorbeigekommen bist. Viel Erfolg bei deiner Inselwanderschaft. Akala Küstenstreifen. Hallo Itako. Postchat-Check. Aber ich bin doch gepostchat. Nass genäht. Aber Voluminas ist nicht Gen. Voluminas war Gen 4, oder? Ja, ne? Oder ist Voluminas Gen 7? Nee, Voluminas ist Gen 4. Richtig? Weil da vorhin auch das Voluminas war und sowas, so Wert drauf gelegt wurde? Nee. Voluminas
War das schon lange. Ja. Tschüss. Kann ich von hier runter angeln? Oder muss ich jedes Mal surfen? Ich kann von hier runter angeln, krass. Oh oh, die ersten roten Kärtchen kommen. Nicht mehr lange. Happy, du bist ein, was weiß ich, ein UFO. UFO. Aber Anne, du bist ein Kubidos. Sogar rot angemalt. Loser. Wie weit muss ich gehen? Ja. Guten Morgen, sagt er. Harmonika-Geräusch ist so gut. Ich bin da? Oh Gott. Du bist also der, von dem Gladio erzählt hat. Für mich siehst du wie ein ganz gewöhnlicher Junge aus. Das ist jetzt Rüpel C. Ich bin Fran. Ich halte Team Skull zusammen. Ich bin dort sowas wie die große Schwester für alle. Wie du weißt, sind die alle nicht unbedingt die hellsten. Aber gerade das ist es, was sie so liebenswert macht. Verstehst du, was ich meine? Du ärgerst meine süßen Geschwister, also muss ich dem ein Ende setzen. Ja, ich habe nur zwei Pokémon. Eins davon ist ein Radikal. Mit Hyperzahn. Sie sieht schon cool aus. Weißt du, wie der sowieso da reinblickt? Schon nicht schlecht. Easy. Weg. Golbert. Born. Was ist das zweite? Warum Radikal zuerst? Verdammt. Ich mach voll taktisch. Energiefokus. Musik. Nice. Komm, habe ich Glück? No. Wenn die jetzt danach irgendeinen Boden- oder Feuertier hat, dann war es das. Shit.
jetzt Funkensprung. Ist Akub denn schon Elektro? Muss doch. Ich weiß gar nicht, was mein eigenes Tier ist. Liegt das eigentlich hier? Ja, Akub ist schon Elektro. Ist jetzt Funkensprung stärker als Akrobatik? Spielt eh keine Rolle. Oh. Okay, dann setze ich halt einen Trank ein. Ich habe keinen Bock, den ganzen Weg zurückzugehen. Okay, tschüss. Ich bin Streamer, ne? Ich habe den Streamer-Vorteil, dass alles so viel einfacher ist für den Streamer. Nix da. Tun mal radikal wieder weg. Nehme ich Loserdin wieder ins Team? Nee, das kann sie nicht entwickeln. Nehme ich wieder Rompek. Okay. Ist da oben überhaupt noch ein Pokémon Center oder sowas? Nee, ne? Ich kann da oben noch nicht mal irgendwie mich heilen. Da oben ist einfach dann direkt die Prüfung. Okay. Dann. Kann ich da hin surfen? Interessiert mich jetzt. Isa. Isa. Leider mit rotem Streifen drauf, aber irgendwie auch cool. Isa, du bist ein Zeraora. Krass, krass, krass. Brian, du bist ein Magnezone. Mariko, du bist ein Sankabu. Sehr krass. Ich finde auch, das ist sehr krass. Kann ich hier irgendwo surfen? Soll ich denn sonst zu diesem Leuchtturm kommen? Oder öffnet er sich einfach irgendwann? Ich kann da nicht surfen. Beast! Beast! Oh mein Gott! Beast! Beast, du wirst so glücklich sein. Beast, du hast es geschafft. Du bist ein Iopteryx. GG. Das wolltest du doch. Spiele nicht mit meinen Gefühlen. So, das war's.
Diese letzten 3 Stunden haben mir nicht gefallen im Spiel. Die Prüfung war ultra dumm. Und die ganzen Kämpfe auch. Aber vielleicht wird es morgen cooler sein, was morgen in diesem Spiel passiert. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber vielleicht wird es morgen coolere Sachen im Spiel geben. Aber heute war nicht so viel. Ich finde, Usum zieht sich extrem. Ich dachte, es ist dein Lieblingsspiel. Du sagst, es ist dein Lieblingsspiel und du hast nur negative Sachen darüber zu sagen. Ich finde nicht, dass es sich zieht. Ich bin überrascht, wie weit ich schon bin. Ich hätte gedacht, dass ich schneller zwischen Inseln wechsle. Dein Lieblingsspiel ist Kristall. Mist, ich kann nicht weiter hochscrollen, was du geschrieben hast. Du hattest gestern geschrieben, mein absolutes Lieblingsspiel Sonne, Mond. Egal, kann ich nein. Leute, bis morgen. Tschüss, auf Wiedersehen. Und heute Nacht kommt Shiny Violet Video auf Patreon und am Donnerstag auf YouTube. Tschüss.